Willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Pro Death Pro und ich möchte ein kleines Thema ansprechen und ich habe auch ein neues Deck. Wir spielen heute mit einem der Overpowered-Decks aller Zeiten, nämlich mit Clifor, und mein Gegner entscheidet sich gerade nicht, ob er Erster oder Zweiter sein möchte. Das ist auch ganz toll. Ah, okay, da hat er sich entschieden. Ja, Clifor spielen wir, eine der Overpowered Deck-Team, die es gibt. Ich spiele das nicht gerne, aber es muss mal gespielt werden, damit ihr wisst, womit wir es hier zu tun haben. Warum die letzten paar Tage keine regelmäßigen Death Pro-Duelle kamen, das lag daran, dass ich bei Death Pro riesige Probleme hatte und immer noch ein wenig habe, nämlich Lag-Probleme. Ich habe keine Ahnung warum, aber Death Pro hat in der Aufnahme plötzlich gelaggt. Auch die Replays und so. Und ich hatte große Probleme, weil ich konnte teilweise keine Death Pro-Videos machen. Und ich habe jetzt einige Updates nachgeholt von meinem PC, von anderen Programmen, und jetzt geht's besser. Erstaunlicherweise. Aber wenn ich so Sachen wie Terraria aufgenommen habe, das lief auch flüssig. Das heißt, es muss irgendwie an Death Pro liegen. Und ich verstehe nicht woran. Ich habe echt keine Ahnung. Ich musste auch einige Duelle löschen, die ich zusammen mit Maxi erspielt habe, weil der ist zurück aus Kanada schon eine Weile und hat jetzt ein neues Headset sich gekauft und wir konnten aufnehmen. Aber ich kann die Duelle nicht verwenden. Die laggen sich zu Tode. Das ist echt nicht schön. Ich werde da auf jeden Fall bald nochmal mit ihm aufnehmen und das dann auch hochladen. Aber ich will euch da nicht scheiße als Qualität anbieten. Ich weiß gerade nicht, kann ich den Skurrilaugen Pendeldrache jetzt so nutzen, wie ich ihn mir hoffe? Ich denke ja. Okay, der Kundschafter ist eine der overpowersten Karten in Yu-Gi-Oh! Man kann nämlich für den lächerlichen Preis von 800 Life Points irgendeine Clifford-Karte seiner Hand hinzufügen. Diese Clifford-Karte kann unter anderem auch das Clifford-Opfer sein. Clifford kann zusätzlich Lehre der Eitelkeit und Kräfterauben spielen, weil es ein Panel-Thema ist und ja, es ist einfach brutalst krass. Es ist wirklich brutalst krass. Es ist eins der. Oh, scheiße, ich habe nicht Clifford-Opfer gewählt, sondern Klee-Lasertreffer. Missklick, aber nicht so weiter schlimm. Scheißen wir drauf. Jetzt können wir zwei Normalbeschwörungen machen von Clifford-Monstern. Da habe ich gelabert und habe mich nicht konzentriert, sorry. Ich könnte jetzt zum Beispiel. Damit kann ich ein Monster, ich will aber die Backrow loswerden. Das heißt, wir beschwören ihn und ihn. Mehr nicht. Machen so. Ihr seht, da sind Lags. Da waren gerade kurze Lags. Ich habe es aber größtenteils in den Griff bekommen. Also es sind nicht mehr viele Lags, die da sind. Aber es nervt trotzdem. Ich will nur mal ganz sicher gehen, dass ich den richtigen Effekt hier gerade verwende. Genau. Eine Zauber- und Fallenkarte. Beschwören. Wenn ich nämlich die Monster beschwöre, ohne Tribut anzubieten, das kann ich bei den Clifford-Monstern, bei den meisten, dann kann ich, wenn ich den hier als Tribut anbiete, eine Zauber- und Fallenkarte, Zauber- oder Fallenkarte, vom Gegner einfach mal zerhäckseln. Und das war in dem Fall ein Xyz-Wiedergeburt. Das heißt, er spielt mit einem Xyz-Deck, das heißt ein Deck, was mit Spezialbeschwörungen arbeitet. Das heißt, die Vanity's Emptiness kommt wie ein Schlag ins Gesicht, wenn ich die aktiviere gegen ihn. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er nicht so viel Verteidigung hat, deswegen greife ich mit dem die Verdeckte an. Und ich habe auch vollkommen recht. Er spielt mit einem Utopia-Deck mit ZW-Waffen. Okay. Kann sehr stark sein, kann man echt gut bauen. Skurrilaugen-Pendeldrache möchte aktiviert werden, das wird er auch. Und ich füge meiner Hand einen Trampolux hinzu. Trampolux ist eine tolle Karte, denn wenn ich die Karte normal beschwöre, kann ich mir Kundschafter wieder auf die Hand zurücknehmen und kann ihn somit in einer Runde zweimal einsetzen, was ziemlich OP ist. Oder ich tue ihn in die Pendelzone, was ich auch jetzt tun werde. Und na, wir schauen mal, vielleicht kann er ja gar keine XY machen. Und wenn ich dann eine Spezialbeschwörung. Okay, ich muss jetzt. Ja, okay, warte. So. Kein Kage-Tokage für dich, mein lieber Freund. Trampolux. Wenn ich eine Spezialbeschwörung mache, eine Pendelbeschwörung mache, kann ich den Kundschafter auf die Hand nehmen. Jedes Mal. Das heißt, ich kann dann meistens zweimal den Kundschafter verwenden. Mein Gegner Rage quittet hier. Es ist schade, dass der Gegner Rage quittet, weil das Duell jetzt noch nicht so lang ist. Aber wir gehen jetzt mal ganz hypothetisch durch, was jetzt passieren würde. Er kann jetzt keine Spezialbeschwörung mehr machen. Ich auch nicht, aber es ist mir egal. Ich füge mir mit Kundschafter eine Karte hinzu. Irgendein Panel-Monster, was ich dann auch normal beschwören kann mit 1800 Angriff. Und lege hier noch Trampolox hin, weil ich lustig bin.
Oder nee, noch besser, ich beschwöre Trampolux eventuell noch normal und hole mir noch eine Clifford Opfer. Diesmal wirklich. Und greift dann einfach so lange an, bis er tot ist. Das ist meistens der Ausgang eines Duells mit Clifford. Oder ich pendel halt den Gegner tot, wenn ich das Emptiness nicht habe. Kräfteraum ist hier ja auch drin. Mit Kräfteraum kann man ja auch ganz tolle Sachen machen. Ich meine, die Clifford-Monster juckt es nicht. Die werden durch Kräfteraum höchstens stärker, weil ihre Runterboost-Effekte, wenn sie normal, wenn sie spezial beschwört, dann wegfallen. Und es ist einfach übelst krass. Wenn ihr nicht Burning Abyss, Shadow oder sowas spielt gegen Clifford, dann werdet ihr gegen Clifford verlieren. Das ist brutal. Ich wollte mich mal damit auseinandersetzen, damit ihr seht, was diese Karten so können, warum sie so OP sind und vielleicht fällt euch ja ein, wie ihr gegen sie spielen könnt, wenn ihr das hier mal seht. Ich werde Clifford privat nicht groß verwenden, es sei denn, jemand will dagegen spielen, wenn er gegen mich spielt, oder halt für die Deckvorstellung, die wahrscheinlich in Zukunft kommen wird. Ich würde es gerne übrigens so halten, dass ich jeden zweiten Tag quasi ein Death-Pro-Duell habe und jeden zweiten Tag ein anderes Yu-Gi-Oh!-Video, sprich die besten, schlechtesten Karten in Yu-Gi-Oh!, die ja wiederkommen. Eine Deckvorstellung, eine Deckanalyse oder sowas in der Art. Und ja, das würde ich gerne realisieren. Könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet. Das Video ist jetzt etwas kürzer, tut mir leid, aber das sind Clifford-Duelle, das ist ähnlich wie ein Skill-Drain-Duell. Ich meine, ein Niederträchtig-Duell. Es geht schnell, ja. Man kann sehr schnell den Gegner einfach überrennen. Die meisten Duelle sind 4-5 Minuten, bis der Gegner Rage quittet. Es gibt ganz schöne, ebenbürtige Duelle gegen Burning Abyss. Das ist dann auf einer Augenhöhe. Aber meistens gewinnt Clifford da auch, habe ich die Erfahrung gemacht. Wobei Burning Abyss wirklich noch der größte Konkurrent ist. Ich habe viele Duelle heute gemacht, in den letzten Tagen auch schon, mit Clifford. Um mal zu sehen, warum die so OP sind. Und ich muss sagen, es gibt unfassbar viele Rage Quits. Und ich verstehe es auch, weil keiner Bock hat, gegen die Scheiße hier zu spielen. Durch die neue Banlist, die ja Kommerz ist, wurde auch der Kundschafter nicht angetastet. Sprich, man kann ihn drei fucking Mal spielen. Und es ist sogar möglich, das komplette Spiel mit Clifford ohne Pendel zu machen. Habe ich auch schon probiert. Man kann einfach, wenn man zweimal den Kundschafter hat, den links und rechts hinlegen, dann noch sich Klee-Lasertreffer raussuchen, dann einfach zweimal die Runde normal beschwören und sich die ganze Zeit Klee-Opfer und sowas nachziehen lassen. Das ist brutalst OP. Das geht auch. Und die Karte lässt sich auch prima suchen durch den Pendeldrachen, den ich gerade irgendwie nicht bekomme hier aufs Fenster, weil er auf dem Extra-Deck liegt. Oder auch diese eine Zauberkarte, die normale Monster der Stufe 5 raussucht. Das geht auch. Das ist. Boah, das ist so krass. Und auch Klee-Opfer kann die Kundschafter raussuchen. Das heißt, man hat Klee-Kundschafter, hat man auf jeden Fall in jedem Duell. Richtig krass. Wenn es euch gefallen hat, lasst noch Daumen nach oben da. Ich will nicht zu lange labern. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.